Neben mir Mo Asadi, der gerade gegen Aftab Khan gewonnen hat. Mo, also erstmal harter Kampf gewesen. Beschreib ihn mal aus deiner Sicht. Ja, also war ein harter Kampf. Ich habe 7, 8 Monate nicht gekämpft. Mein letzter Kampf war bei Superior. Ich war eigentlich gut vorbereitet. Ich hatte ein bisschen privaten Stress, Umzug, dies, das. Hat mich so ein bisschen nach hinten geworfen. Aber ja gut, ich bin froh. Ich habe heute Gott sei Dank gewonnen. Der Kampf war ein bisschen hart. Ich war schnell erschöpft. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen zu viel warm gemacht, zu hart warm gemacht. Ist auch nicht gut. Und dann war ich schnell erschöpft. Aber okay, ich habe daraus gelernt. Nächstes Mal ein bisschen lockerer. Und tut mir leid für die Fans, also die wollten, also manche haben gesagt, das ist nur ein, außer wie ein Boxkampf, weil wir viel im Stand geblieben sind. Tut mir leid, ich hoffe, die Leute hatten Spaß beim Kampf zuzugucken und ich habe alles gegeben. Respekt auch an meinen Gegner, den Aftab Khan. Ist ein junger Typ, hat viel Talent und fairer Sportsmann, auch sein Team, alles super. Und ja. Ja, Mo, sah auch aus, also, weil er war ja auch ein bisschen unbequem zu kämpfen, glaube ich. Also, ne, kannst du es mal selber, weil er kam ja immer mit so richtig krassen Angriffen, war relativ schnell auf dem Bein, aber beschreib mal selber. Ja, also ich wusste, dass er kommt. Deswegen, ich bin normalerweise der Typ, der immer nach vorne geht. Aber ich habe ihn kommen lassen. Ich wollte normalerweise ein bisschen ihn kommen lassen, dass er sich ein bisschen auspowert. Dann wollte ich ihn ein bisschen auskontern, ja. Die Leg Kicks, ich glaube 20 Stück gefressen oder so. Aber es ist kein Problem, ich trainiere mit den harten Jungs hier, Ono Botskurt, Nasa Wahabi, Marcel und all der ganze Rest. Und ich fresse so viele Low Kicks hier vom Ono, vom Nasa, vom Marcel, das tut mir gar nichts. Also ist alles kein Problem. Ich kann jetzt auch das Doppelte noch gefressen. Also ich block die auch nicht, weil es ist kein Problem, wenn man mit solchen Jungs trainiert. Geht. Aber natürlich Respekt an Aftab. Ja, Mo, ist auch so aus, als würdest du ihn wirklich kommen lassen, wolltest du ihn in den Konter reinlaufen lassen. Deswegen hat auch teilweise mal das Publikum ein bisschen gebuht, aber das war, glaube ich, der Punkt, da ist er nicht mehr gekommen, ne? Genau, also ich wollte ihn wirklich kommen lassen. Ich bin, also wer meine Kämpfe kennt, normalerweise, ich gehe normalerweise nach vorne, das ist das, was wir üben. Wir bleiben gerne im Stand, wir bleiben gerne oben und gehen nach vorne. Aber ich habe einfach mal probiert, habe auf meine Teamkollegen gehört, habe auf meinen Trainer gehört und habe probiert, ihn kommen zu lassen und dann mal zu schauen. Ich dachte mir, vielleicht, wenn er die ganze Zeit kommt, kann ich zweite, dritte Runde ein bisschen Gas geben. Und das war halt so die Taktik, was ich mit meinem Trainer und mit meinen Brüdern besprochen habe. Ja, Mo, du hast gesagt, du warst selber sehr erschöpft, aber dein Gegner, der war ja auch richtig durch gewesen. Man hat ja gesehen, der hat mit offenem Mund geatmet, der war wirklich richtig fertig. Weil er hat ja wirklich die ganze Zeit, du hast ihn kommen lassen, hat auch ein paar Takedown-Versuche gemacht. Das war also auch ein bisschen erklärtes Ziel, ihn ausbauen zu lassen, ja? Also ich wollte wirklich ihn kommen lassen, ihn ein bisschen ausbauen lassen, weil er ist ein wilder Typ, aber man darf halt nicht zu wild sein, das habe ich selber gelernt. Wenn man nur nach vorne geht, dann ist nach 5 Minuten die Puste weg. Er hat sich noch eine Runde, erst bis Ende der zweiten Runde sich gehalten. Aber ja, also ich hatte mir jetzt, sage ich jetzt mal, ungefähr schon vorgestellt, dass es so in der Art ablaufen wird, dass er die ganze Zeit komm und ich ein bisschen langsam mache und dann Gas gebe. Aber natürlich muss ich sagen, ich bin mit meiner Kondition heute nicht zufrieden. Ich weiß nicht, woran es liegt, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich habe zu viel warm gemacht mich. Vielleicht war es die lange Fahrt hier, ich weiß es nicht. Aber okay, Gott sei Dank, Allah hat mich gewinnen lassen. Ich bin froh. Ich bin froh, dass mein Team hinter mir stand. Und ich habe nicht das gezeigt, was ich normalerweise zeigen wollte. Ich habe ein bisschen lasch geschlagen, ein bisschen zu viel, nur linker Haken am Anfang. Normalerweise mache ich das nicht, aber im Kampf kommt immer alles anders. Man nimmt sich das und das vor und dann kommt meistens immer ein bisschen anders. Okay. Aber man muss ja sagen, das Ergebnis stimmt ja. Und lieber hässlich gewonnen als schön verloren. Von daher, Mo, die letzten Worte gehören dir. Okay. Also, ich danke als erstes den Retter meiner Seele, Allah. Und ihn hätte ich das nicht geschafft hier heute. Ich danke meinem Team, meinem Trainer, Aziz Karaoglu, meinen Jungs, Ono Botskurt, Marcel Didi, Nasa, André, Felix, alle, die mir jetzt nicht einfallen, allen Jungs, Micha,
Ja, ich danke, wen danke ich noch? Ich danke dem Christopher. Comet Komplett ist echt eine super Veranstaltung. Ich finde das ein bisschen schade, dass es ein bisschen untergeht, weil das jetzt nicht direkt in NRW ist, ein bisschen außerhalb ist. Ist eine super Veranstaltung, Christopher ist ein super Veranstalter, denkt an alles, denkt an jede Kleinigkeit. Und ich danke meinem Sponsor, Phantom und Sport Dentist. Und ja, und Fitness Boom, Guidado, danke an den Willi, der mir super geholfen hat, der mich gut unterstützt hat. Ich danke euch, Ground Pound TV, super Arbeit und ja, das war's, glaube ich. Und Mo, wir danken dir fürs Interview, alles Gute. Danke. Ja.